Guten Morgen. Guten Morgen. Falls wir etwas tiefer klingen als gestern, das hat Gründe. Haben wir eigentlich Vorstellungsslides auch? Oder müssen wir nö. Das ist der McLennan. Das ist der Lyra. Wer war im E-Mail-Talk von uns? Wir probieren das jetzt nochmal. Jawohl, funktioniert noch. Sehr schön. Und nun zu etwas ganz anderem. Zeitgemäße Webserver-Konfigurationen. Zeitgemäß heißt so ungefähr 21 Uhr jetzt. Und Webserver, wofür braucht man die eigentlich noch? Also zum Beispiel für ein Webmail-Interface, damit man seine Filterregeln konfigurieren kann. Für einen Onion-Service? Nächstes Jahr. Für heuer haben wir genug Talks. Dann schauen wir uns mal an, was den Webserver heutzutage so für Protokolle sprechen. Gibt es da Vermutungen? HTTP ist einfach rausrufen. Guter, ja. Ja. Websockets, das ist so das Hipster-Zeug, oder? Wir sind zu alt für das. Genau. Jo. Ja, also HTTP war schon ein guter Anfang. Sind wir d'accord? HTTP 0.9 seinerzeit am CERN entwickelt worden. Wir erinnern uns alle. Das war 1991. Auf einem Next Cube? Ja. Ist jemand nach 91 geboren worden? Ah ja. ihr habt da echt was verpasst. Das war damals wirklich, wirklich cool. Das war wirklich cool. Im Kino ist damals das Schweigen der Lämmer gelaufen. Hat aber damit nichts zu tun. Ging aber flott weiter. Genau, ging flott weiter. HTTP 1.0. Weißt du, wann das war? Fast. 96. Jawohl. Da fragen wir jetzt nicht mehr nach. Nein. 96 ist noch was rausgekommen. Wer weiß es? Auch ein Protokoll. Auch so ein Protokoll. Na? Ideen? SSL? Nah dran, sehr nah dran. Geht's genauer? Das ist jetzt noch nicht die Quizshow, das ist nur, dass ihr nicht einschlaft. FTP war 1971. Das ist so alt wie ich. Ja. Genau, nein. SSL V3 ist da rausgekommen. Ja. Es ging ja dann Schlag auf Schlag. Ja, HTTP 1.1. Damals war im Kino Fight Club. Und einer dieser Star Wars Fanfiction-Ausgaben. Davon reden wir. Das war 1999. Ja, also ich glaube, jetzt haben wir endgültig niemanden mehr, der jünger ist als das. 99 ist auch wieder noch ein anderes Protokoll rausgekommen. Ja. Schön langsam müsstet ihr das... Ja. Die Profis wieder bei mir. Ja, die haben wahrscheinlich... Die haben wahrscheinlich am Handy alle RFCs und machen Volltextsuche. Sie haben von unseren alten Talks gelernt. Ja. Richtig, TLS 1.0. Kurz darauf, TLS 1.1, das war... 2006. Und TLS 1.2? Ihr werdet es ja wohl schaffen, das abzulesen. So klein ist es auch wieder nicht. Genau, dann haben wir heute auch noch was gehört vorher. Speedy. Ich spoilere jetzt nicht. 13? 14? Letztes Jahr ist deprecated worden. Auch, ja. Oh, ja. Ja, das ist korrekt. Ja. 2013? Ja, 2009 war das. Ja. Wir zahlen das alles schon ewig mit uns mit. Geschichteunterricht wieder mal. Ja, und ja. HTTP 2? No? Guess? Letzten Mai 2015. Warst du auf den Linux-Tagen? Nein. Ich glaube, der hat unsere Talks geschaut. Also, auf dem Stream dann. Ja, also HTTP 2 ist 2012 vom Google-proprietären Speedy quasi von der IETF übernommen worden, um als HTTP 2 standardisiert zu werden und ist dann im Februar 2015 final released worden. Verwendet es schon wer von euch?
Hat niemand von euch einen Twitter-Account? Hm? Ja, aber wenn, wir haben Leute im Publikum, die Websockets machen, die werden doch bitte auch schon HTTP2 verwenden. Genau. Hat niemand von euch einen Twitter-Account oder irgendwas mit F oder Google oder so? Verwendet niemand von euch? Na, es ist wenigstens konsequent, ja. Genau. Ja, die würden nämlich HTTP2 schon anbieten. Die sind alle noch im Usenet unterwegs. Ja. Weil die Browser und so, also die Clients, können das schon recht gut. Also Firefox ab 36, Chrome ab 40. Sogar der Microsoft Edge-Browser kann das. Genau, also da gibt es schon allerhand Dinge, die so Webserver sprechen. Und wir sprechen jetzt auch über Webserver nämlich. Und da gibt es ein paar Szenarien, so was macht man denn so bei heutigem Deployment? Entweder ihr habt noch gar keine Webseite, dann fangt ihr bei Null an, das ist angenehm, weil habt ihr keine Altlasten, auf die ihr Rücksicht nehmen müsst. Können wir wieder was fragen? Wenn ihr mit einem neuen Webserver anfangen würdet, welches Protokoll würdet ihr denn dann bevorzugt einsetzen? Alle. Kommt drauf an. Ja, natürlich HTTPS. Ne? Damit fangen wir mal an. Ja. So, HTTP, nein, HTTPS. HTTP. Ne? Ja. Also HTTP ist eigentlich deprecated. Ja. Sag nicht ich, sag Mozilla. Also, ja. Ein weiteres Szenario wäre, ihr habt schon eine Webseite, die auf HTTP läuft, also noch, und wollt da HTTPS draus machen. Was gut ist. Was gut ist, ja. Das ist auch recht spannend. Und die dritte Variante wäre, ihr habt schon eine Webseite mit HTTPS und seid nicht ganz sicher, ob das S für Secure oder für Smells Funny steht. Vor allem, wenn irgendwie so Marketing und Ads und so im Spiel sind, da weiß ich nicht, was da passiert. Ja, das ist ganz spannend. Also wir werden schauen, ob wir rauskriegen, wie wir das S bewerten können. Die Motivation, nicht unsere den Talk zu halten, sondern euren Webserver ordentlich zu machen, ist einfach, ihr wollt einen ordentlichen Webserver mit HTTPS, ordentlicher Performance und Schlagobersverzierung für unsere deutschen Nachbarn, Schlagsahne. Ja. Die Schlagsahne übernehme ich, das ist kein Problem. Und außerdem, wir haben 2016, ja, also HTTP ist immer noch so Plaintext und Werbebanner und Tracking-Cookies werden injected. Mobilfunke sind da ganz besonders beliebt in dem Ding. Außerdem ist HTTPS schneller, wenn man es richtig konfiguriert, schneller als Plaintext inzwischen. Und, da sind wir jetzt wieder bei den Websockets und den ganzen neuen modernen Browser-Features, die werden in Zukunft, die neueren Sachen werden nur noch über HTTPS verfügbar sein. Das heißt, wenn ihr die coolen, hippen Sachen einbauen wollt in eure Webseiten, so Motion-Tracking und den Akkustand vom Handy eurer Besuchenden abfragen, solche Sachen, wir hatten doch schon ein paar andere Beispiele heute. So. Geolocation, genau. Kamera, Mikrofon und so weiter. Das gibt es in Zukunft nur noch über HTTPS. Das heißt, es wird einfach ohne Verschlüsselung und ohne sichere Arme gar nicht mehr funktionieren. Prinzipiell ja gut. Und das Schöne ist ja auch, dass wir bei den Zertifikaten mittlerweile auch so weit sind, dass das Thema Geld für ein Zertifikat mittlerweile kein Thema mehr ist. Genau, dank Let's Encrypt und auch ein paar andere CAs ziehen jetzt nach, nachdem sie gemerkt haben, bei denen kauft jetzt keiner mehr was. Ups, damit konnte niemand rechnen. Geben sie es halt auch gerade sehr. Der Status Quo, auch das ist kein Überbleibsel von letzter Nacht, sondern den Status Quo, nämlich den von eurem Webserver, müssen wir erstmal erfassen und schauen, wie gut ist denn das HTTPS dort? Und das heißt, auch um es verbessern zu können, muss man es irgendwie bewerten können, wie gut ist es jetzt und wo sind noch Probleme. Deswegen machen wir mal ganz viel so, wie teste ich eigentlich so einen Webserver durch oder also einen anderen Webserver oder den von Freunden oder Zulieferfirmen. Geschäftspartnern. Genau, oder bei dem Webshop, wo ihr was bestellen wolltet und dann vielleicht überlegt, vielleicht bestelle ich doch woanders. Ich renne nicht immer ins Technische Museum, um einen Fax zu schicken. Ja, und die holen sich's dort auch nicht. Ja. Also, ja, nein, das funktioniert nicht. Ein bekannter Proband in diesem Bereich, SSL Apps, Qualys, kennt das von mir schon euch? Kennt das, ja. Ja, sehr gut. Wunderbar. Warum sind wir hier? Gut. Für die, die jetzt noch nicht aufgezeigt haben und das noch nicht kennen, ganz kurze Wiederholung. Eine simple Webseite, ihr besucht die, tragt dort in dem Feld den Hostnamen ein, den ihr testen wollt, submittet das Formular, dann rödelt das ein bisschen rum und dann kriegt ihr einen Testbericht. Wow.
Wir haben nichts anderes erwartet. Genau. Nachdem es... Ja. Nein. Nachdem wir daran geglaubt haben, dass das genau so sein wird. Also, der Testbericht ist relativ übersichtlich jetzt von dem, was man jetzt schon mal sieht. Der ist natürlich sehr, sehr lang, aber hat oben eine Management-Summary. Das heißt, wenn Management das versteht, verstehen das eure Kunden auch. Englisches Schulnotensystem, so A bis F. Je A, desto gut und je F, desto... dazu kommen wir noch. Gelegentlich gibt es ein kleines Plus und es gibt vier Hauptbereiche. Das ist das Zertifikat. Das ist ein relativ binäres Fehlerverhalten. Entweder es gilt oder es gilt nicht. Das gilt nicht, kann verschiedene Ursachen haben, aber wenn es gilt, dann sind es auf jeden Fall mal 100 Punkte und ein grüner Balken, der oberste. Das ist sehr schön. Der Protokollsupport, da geht es jetzt um diese TLS-Varianten, TLS 1.0, 1.1 und 1.2. Je näher an 1.2 ihr dran seid und je weniger 1.0 ihr noch verwendet, umso besser ist es. Und was ist mit SSL? Für SSL gibt es einen auf die Finger und einen roten Balken. Die Key Exchange, da geht es darum, wie handelt ein Browser und euer Webserver, wie machen sich die aus, wie sie denn jetzt verschlüsseln wollen? Wie gut können sie da dieses Aushandeln machen? Und die Cipher Strength, das ist, wie gut ist die Verschlüsselung, die sie sich aushandeln können? Also was wird dann wirklich als Transport verwendet? Wie schaut das aus, wenn das nicht gut ist? Wenn das nicht gut ist, da kommen wir noch dazu, da ändern sich die Farben ein wenig. Man sieht dann auch da so ein paar Hinweise. Das sieht man ungefähr von hier bis da drüben nicht mehr, weil da sind wir und der Tisch im Weg. Da gibt es einen blauen Balken, da steht, funktioniert nur mit SNI-Support. Das heißt, Browser, die mindestens TLS 1.0 unterstützen, außer sie sind Android 2.2. Das war, glaube ich, Froyo oder so. Alles Modernere kann das schon. Das war das mit TLS 1.0. Seither können wir mehrere HTTPS-Hosts auf einer IP machen. Nennt sich SNI, ne? Genau, Server Name Indication. Kommen wir nochmal dazu. Auch das ist kein Thema mehr. Wir haben zu wenig IP-Nummern. Also ja, haben wir schon in Österreich. Nein. Ja. Wir haben Milliarden von IP-Nummern. Ja. Also. Achso, ja, IP. Ja, ich bin natürlich, ja. Entschuldigung. IP. Legacy IP ist deprecated, IP, der Default ist IPv6. Das ist die zweite Mathe, ich bin noch nicht ganz auf Betriebstemperatur. Genau. Und das Plus kommt daher, weil wir HTTPS, also HTTP Strict Transport Security unterstützen. Das heißt, der Webserver sagt, und bei mir bitte immer nur mit HTTPS vorbeischauen und gar keinen HTTP mehr probieren. Das ist super. Zum Vergleich, du hast gefragt, was ist, wenn der jetzt irgendwas nicht so cool ist oder nicht so ganz stimmt. Keine Panik, das ist nicht so schlimm, wie es ausschaut. Da gibt es mal als Status ein T. Jetzt habe ich gesagt, Schulnotensystem A bis F. T ist gewisse Unschärfebereiche in dem Fall. Man muss das Kleingedruckte lesen. Da gibt es ein Trust-Issue, also irgendwas mit der Vertrauenswürdigkeit des Zertifikats. Das ist da jetzt nicht so gut, aber wenn wir das mal ignorieren, wäre es trotzdem ein A. Trust-Probleme haben wir dann, wenn ein Zertifikat abgelaufen ist oder noch nicht gilt oder wenn bei dem Server die Uhrzeit nicht richtig gestellt ist. Was auch passieren kann, ist, wenn die CA, die Certificate Authority, die das Zertifikat ausgestellt hat und signiert hat, wenn die dem Server einfach nicht bekannt ist, dann kann man es nicht überprüfen, weil kenn ich. Das kann ein Self-Sign-Zertifikat sein. Wissen wir nicht. Kann Self-Sign sein, kann CA-Zert sein zum Beispiel, genau. Oder irgendeine obskure CA. Oder die aus der eigenen Firma, die kennen die natürlich auch nicht. Dann gibt es so ein T, muss also nicht zwangsläufig auch was Schlimmes sein. Die A-Trust ist aber drinnen im Store, oder? Die A-Trust ist ja der Komodo-Zertifikat. Ja. Wer die A-Trust nicht kennt, A-Trust ist ein österreichischer Vertrauensdiensteanbieter und Zertifizierungsstelle, die es geschafft haben, nach 30 Jahren zufällig ihr Root-Zertifikat auslaufen zu lassen. Kam relativ überraschend. Es waren dann einige regierungsnahe Webseiten gezwungen, auf alternative Anbieter umzustellen. Und die A-Trust selber auch? Ja. Immerhin. Sie hatten kurzzeitig ein Class 1, also ein Domain-Validated-Zertifikat. War schon. Ja. Das ist ein Thema für einen anderen Talk. Und genau. Mehr Alkohol. Da sehen wir jetzt auch schon noch ein bisschen mehr. Da gibt es zum Beispiel eine orange Warnung, dass es mit dem Intermediate-Zertifikat ein Problem gibt, das einen schwachen Signaturalgorithmus verwendet, nämlich SHA-1. Auch das ist deprecated.
da wäre das der Tipp, auf ein SHA-2 Intermediate abzudaten und ja, auch positiv da. Strict Transport Security kommt auch wieder zum Einsatz. Schauen wir uns mal an, was da weiter unten, also so nach der Executive Summary in so einem Testbericht noch drinnen steht. Also eigentlich das, was uns interessiert, weil das genau. Oben war die bunte Grafik für die Manager. In dem Fall haben wir da den Common Name, das ist sozusagen das, was ihr in den Browser eintippt, muss im Common Name im Zertifikat stehen. Das stimmt da nicht überein. Und der Gültigkeitszeitraum passt, das ist einfach nur, das Zertifikat ist eigentlich für einen anderen Servernamen gedacht. Und dann passt das irgendwie nicht zusammen. Das heißt, dass, wenn ich den Server mit HTTPS aufrufe, das war eigentlich gar nicht so vorgesehen. Ist das eigentlich ein Versehen. Das Intermediate eben, da sehen wir noch weiter Zusatzinformationen zu den Zertifikaten. Und das Intermediate ist eben SHA-1 signiert. Falls ihr Start-SSL einsetzt, auch die geben für diverses kostengünstige und kostenlose Zertifikate her. Es gibt auch SHA-2 signierte Zertifikate von denen. Ihr könnt euch dann noch die ganze Zertifikatskette anschauen und unterschiedliche Trust-Pfade, die da vielleicht existieren, die werden da alle angezeigt. Gibt es sehr viele Infos von den Protokollen, da haben wir schon gesprochen, TLS 1.0.1.2 und so weiter, wird angezeigt, welche davon unterstützt werden. 1.2, das ist gut, das wird auch deswegen grün hervorgehoben. Was uns zu Peppis Lieblingsfolie bringt. Es ist so schön einfach, ja? Die TLS-Ampel. Ja, schon wieder. Genau, ja. Das heißt, du kannst dich daran erinnern. Es funktioniert also. Das heißt, ich muss jetzt in den nächsten Talk auch noch einbauen. Immer ja. Bitte. Überall TLS-Ampeln einbauen. Ganz einfach. Also SSL 2 und 3 ganz knallrot nicht mehr verwenden. Überhaupt nicht, nirgends, gar nicht, auf keinen Fall. 1.0 und 1.1 nur noch in Notfällen, wenn es unbedingt sein muss und ihr Clients unterstützen müsst, die nichts Besseres können und an sich auf jeden Fall unterstützen wollt, ihr 1.2. Ja, das ist prinzipiell mal gut und einfach zu merken. Dann wird noch angezeigt, was denn der Server alles so an Cypher-Suiten, also diese Kombinationen aus Key-Exchange, aus symmetrischem Schlüsselverfahren und Authentifizierungsmethode verwendet wird. Und in dem Fall wird auch angezeigt, dass die Reihenfolge, die der Server vorgibt, eingehalten werden muss. Das ist auch eine relativ wichtige Sache. Was mich immer anzipft bei der Liste ist, dass die Namen wieder unterschiedlich sind. Hier kommen die IANA Cyphernames zum Einsatz und genau. Wenn du mit dem OpenSSL-Tool arbeitest, haben die wieder andere Namen. Das ist jedes Mal. Ja, das Schöne ist, sie haben alle einen Hexcode, der ist gleich. Und an sich, die IANA-Namen gelten, ja. Das ist ja die Autorität dafür. OpenSSL verwendet ein bisschen andere Abkürzungen dafür, aber prinzipiell erkennt man das wieder. Was haben wir da noch? Das ist die sogenannte Handshake-Simulation. Das heißt, die Seite sagt euch, was würde denn wahrscheinlich ein Android in der und der Version oder ein Windows Edge Browser oder Java mit dem Webserver aushandeln in der Kommunikation. Java erscheint da relativ schnell und sehr bald als das funktioniert nicht. Was nicht wirklich tragisch ist, weil Java für sowieso normale Webseiten, weil es gibt relativ wenig Webbrowser mit großer Verbreitung, die in Java geschrieben worden sind. Wenn es darum geht, ich habe ein API und Machine-to-Machine-Kommunikation, vielleicht gibt es da noch ein paar Menschen, die unter irgendwelchen alten Tomcat-Anwendungen leiden oder so, da könnte das schon relevant werden, da müsst ihr dann halt mal genauer schauen, dass man das auch hinbekommt. Aber Java schaut halt immer generell etwas gruselig aus. Was ist noch da drinnen? Protokolldetails, das sind ganz viele, viele, viele kleine Detailpunkte, die aber relevant sind oft. Vor allem beim Debuggen ist das hilfreich. Somit irgendwas geht nicht, irgendwas verhält sich komisch, nicht so, wie ich es gerne hätte. Dann sind diese Angaben da ganz praktisch, wenn man sie weiß. Halt vor allem bei HTTP 2 nicht, wo ja SSL quasi Voraussetzung ist. De facto sehr, sehr, sehr stark sogar. Will man eine vernünftige In Realität kannst du HTTP 2 nur mit HTTPS, also TLS, einsetzen. Aber es steht nicht im... Nein, in der Spezifikation steht es nicht drinnen, aber wenn es die Browser nur mit TLS implementieren, hast nichts davon. Und das ist gut so. Also, ja. Der einzige Client, den ich kenne, der HTTP 2 wirklich in der sogenannten H2C-Variante, also HTTP 2 ohne Verschlüsselung implementiert, ist Curl zu Testzwecken. Weil da ist das Credo, wir unterstützen alles, um alles testen zu können. Ich meine, mit dem Curl im Webbrowsen wird dann eher ein bisschen zart. Bei dem Publikum würde mich das nicht wundern. Ja, das soll alles geben. Genau. Also gute Dinge werden grün hervorgehoben, das ist ja recht schön und einfach. Für HTTP 2 relevant, hier die Angaben für ALPN und NPN.
Und bekannte Sicherheitslücken werden hier auch ausgewiesen. Wenn da irgendwas drauf anfällig ist, dann wird das knallrot markiert. Viele, viele andere Sachen, momentan auch noch recht interessant, wenn ihr euch ein bisschen mit Logjam zum Beispiel beschäftigt habt, dann ist die Vihelmen-Parameter-Verwendung da noch ein interessanter Punkt für euch. Und was der Server halt sonst noch von sich so preisgibt, zum Beispiel, das ist ein Apache 247 unter Ubuntu mit PHP 5.5.9, einem alten OpenSSL und Perl. Also der ist recht gesprächig, was da drauf ist. Wenn man irgendwie ein kaputtes oder sehr, sehr altes PHP drauf hat, könnte das schon recht interessant sein, falls jemand neugierig wäre, Spaß am Gerät zu haben mit eurem Server zum Beispiel. Wollt ihr vielleicht mal updaten gelegentlich. Bei größeren Webanwendungen ist es ja so, da hat man dann nicht nur einen Webserver, da hat man mehrere Webserver, da wird es dann vielleicht mit dem Tool ein bisschen ungemütlich. Ganz im Gegenteil, die haben eine wunderschöne Übersicht. Oh. Wenn du zum Beispiel zwei Webserver hast, also genau genommen einen über IP und einen über Legacy IP, könnte ich die ja unterschiedlich konfiguriert haben, versehentlich. Damit fällt mir das auf. In dem Fall haben die guten Leute von der Easter Hack aufgepasst. Das passt. Andere haben auch eine konsistente Konfiguration. Ich war in dem Fall so fair und habe einen aktuellen Screenshot gemacht. Vor ein paar Monaten war das auch konsistent, ein F. Wir kriegen Getränke. Ja, eine Runde für den Saal. Eine Runde Getränke für den Saal, wunderschön. was wäre das Schlimmste, was ihr euch bei so einem Test vorstellen könntet, was als Ergebnis rauskommt? So, oder wenn ihr Consultant seid, was ist der Bestfall für euch? was wäre das Allerschlimmste, was bei dem Test rauskommen kann, wenn ihr testet? Plaintext only. Das ist Level 2, ja, sehr gut. Also, ja, also die. So geht alles, das nicht. Alles unterschiedlich, da brauchst du nämlich viel, viel länger, um die Server gerade zu ziehen. Wenn alle konsistent F haben, ist es einmal ändern und. Ja. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo gar kein HTTPS unterstützt wird. Der ist auch aktuell, ja. Ich schaue da immer wieder mal rein. Falls ihr da wen kennt bei dem Projekt, würd weiterhelfen, auch pro bono. Aber es gibt auch solche Beispiele. Wer die Top-Level-Domain nicht kennt, GVAT ist Government. Das ist eigentlich noch ein recht hoher Score, da gibt es dann Warnungen für Pudel. Der Test ist auch vom 27. März, also der ist aktuell. Pudel war Oktober 2014. Also gut gewartete Maschine, wie man sieht. Und auch so ganz viele Warnungen. Die Cypher-Suiten schauen dann zum Beispiel so aus. Also wird auch, man sieht in dem Test, wenn was kaputt ist, wird das schön hervorgehoben. Das fällt einem auf, wenn man drauf schaut. Das ist ja auch gut so. Was kann man noch machen mit so einem Webserver? Response-Header. Diese lustigen Header-Dinge, die werden beim Request hingeschickt und beim Antworten, bei der Response kommen die auch wieder zurück und die werden die ganze Zeit hin und her geschickt. Da sind so Sachen drin wie Session-Cookies. Wenn man das falsche CMS hat, die komplette HTML-Seite noch einmal in einem Cookie. Ja, das passiert nur bei deinem Konzern. Nein. Das heißt, Header wollen wir eigentlich auch testen können. Und da gibt es auch security-relevante Header. Und da gibt es eine wunderschöne Webseite, securityheaders.io. Auch so eine neue Top-Level-Domain. Optisch angelehnt, würde ich sagen. Deutlich inspiriert, aber doch von dem anderen gemacht. Da kann man sich jetzt eine Webseite anschauen und dann, naja, da geht noch was. Genau. Aber auch schön, wieder IP zu sehen, ja, das finde ich gut. Also da wurde noch nicht vollständig getestet. Wenn man sich das genau anschaut, was da so die relevanten Header sind, die man dort setzen könnte, gibt es da die X-Frame Options. Das ist eine Methode, die vor Click-Checking schützt. Wenn ich jetzt eine Webseite habe, wo ich einen iframe einbette, dann kann der iframe, wie sie zum Beispiel bei Werbebannern gerne verwendet werden und ein bisschen kreativen CSS-Einsatz, kann man den transparent über die Webseite drüberlegen. Und wenn ihr dann irgendwo draufklickt und glaubt, auf einen Link zu klicken, den ihr haben wollt, klickt ihr eigentlich in diesen iframe hinein und der Klick wird euch weggeklaut. Und dann läuft das im User-Kontext woanders hin, als ihr eigentlich wolltet. Da können ungute Dinge passieren. Für diesen Parameter gibt es drei Werte. Deny, nämlich iframes oder frames sind gar nicht erlaubt. Same origin, frames sind in der Seite erlaubt, aber nur, wenn sie auch von meinem eigenen Server kommen.
Das ist eine recht relevante Anwendung. Wenn ihr zum Beispiel ein Webmail-Interface machen wollt und Roundcube einsetzt, dann müsst ihr dort Same Origin einsetzen, sonst ist das irgendwie relativ unspaßig mit dem Webmail-Interface und das Filter konfigurieren funktioniert nicht. Und wenn ihr Werbebanner auf der Seite habt, dann wird es lustig, weil dann gibt es noch den Allow-From-Eintrag, wo du dann die Liste aller Server eintragen musst, die erlaubt sind. Das sind hoffentlich nicht viele, aber immerhin, es gibt eine Möglichkeit, von dritten Anbietern auch was einzubetten und das trotzdem halbwegs sicher halten zu können. Bei den X-Content-Type-Options gibt es genau einen gültigen Wert, der heißt NoSniff. Ich habe den da beispielhaft schon mal angebracht. Da geht es darum, Chrome und Internet Explorer haben diese Eigenschaft, sie bekommen ein Asset geliefert vom Server, der sagt, MimePipe, das ist ein Bild, ich behaupte, das ist ein JPEG, das heißt JPEG. Und Chrome und IE meinen so, naja, bin mir nicht sicher, das schaut aus wie ein JavaScript und eigentlich ist es ein JavaScript und ich führe das jetzt aus. Außer ihr sagt dem, nope. Bitte da nicht rumsniffen in dem Ding, wenn ich behaupte, es ist ein JPEG und es ist kein JPEG, dann ist es halt kaputt. Also das ist relativ simpel, hilft gegen so diverse lustige Drive-by-Downloads oder Exploits, wenn User bei euch Content hochladen können und meinen C99.jpeg könnte irgendwie Spaß bereiten. Und die XSS Protection, da gibt es auch drei Werte. 0 dreht die Protection ab, das ist praktischerweise der Default. Bei der Security ist das oft so. Es gibt keine vernünftigen Defaults. Mit 1 kann man das Ganze einschalten und mit 1 Mode Block kann man dem Browser auch noch sagen, dass er diese ganze Antwort blockieren soll, die vom Server kommt, wenn eine Attacke vermutet wird und erkannt wird, anstatt dass die Browser dann versuchen, dieses Skript irgendwie noch zu sanitizen und gerade zu biegen und es doch noch zu machen. Sicher ist sicher. Bei dem Test kann man auch unterschiedlich sagen über HTTP oder HTTPS, weil da können ja unterschiedliche Header kommen. Bei HTTPS schaut es ein bisschen besser aus. Da kommt nämlich eben die Strict Transport Security, die uns beim ersten Test schon dieses schöne Plus beim A gegeben hat. HSTS, Strict Transport Security, sagt eben, lieber Browser, merkt ihr, hier immer nur HTTPS verwenden. Das heißt, auch wenn ihr auf einer anderen Webseite auf einen Link klickt, der zu euch führt, weiß der Browser, ich mache da jetzt auf jeden Fall HTTPS draus, auch wenn der Link selber noch auf HTTP geht. Du hattest eine Frage. Du hast auf der Homepage die Liste der Sites, die zuletzt gescannt wurden. Wenn du das Hackerl setzt, wird dein Servername nicht in der Liste aufgeführt. Das wäre da. Also, Recent Scans. Recent Scans ist so mal alles. Prinzipiell, wenn du schon weißt, dass du ein A oder A Plus kriegst, würde ich das Hackerl wegnehmen. Du wirst nicht lange drauf scheinen, das ist alle paar Sekunden ist die Liste neu. Aber du möchtest zumindest nicht ganz rechts in der Hall of Shame aufscheinen. Geht auch, bist du auch nicht lange drinnen, aber. 140.000 F zu 40.000 A+. Ja, da ist ja, Room for Improvement. Genau. Also dann nachher mal kurz ans Gerät gehen und die eigene Seite checken. Oder vielleicht kennt ihr wen. Was gibt's noch, wenn euer Webserver redirected, umleitet, so Upgrade macht von HTTP auf HTTPS, dann wird das auch angezeigt und dann gibt es zum Beispiel ein nicht besonders stark bewertetes als Aussage und dann gibt es halt ein R für Redirect. Praktischerweise muss ich da nicht hingehen und ausbessern, da gibt es diesen praktischen Rescan mit HTTPS-Link, da klickt man drauf und wenn man sich wirklich, wirklich bemüht hat, dann geht das auch wirklich alles in grün. Und auch da gibt es dann wieder ein schönes Plus. Und die ganzen Header, die vom Server kommen, werden dann nochmal extra komplett aufgelistet mit allen Details. Und es gibt auch noch eine Erklärung dazu, wo ihr noch ein bisschen Schummelzettel gleich zur Hand habt, um nochmal nachschauen zu können, wie man denn das macht. Jetzt gibt es aber nicht nur die Web-Variante, sondern natürlich auch das Ganze für die Kommandozeile. Genau, da kommen wir gleich dazu. In dem Fall, wir hatten ja jetzt da fehlt mein Schummelzettel. Ja. Ach, wie schön. Jetzt muss ich extra polieren. Die Content Security Policy ist eine Möglichkeit, wie die Webseite dem Browser sagen kann, von wo denn Inhalte nachgeladen werden dürfen. Zum Beispiel JavaScript darf nur von dort und dort kommen, aber nicht von irgendwo anders. Oder eben CSS-Teile, weil CSS kann man ja relativ viel umbauen auf der Webseite. Vor allem in Kombination mit JavaScript. Und da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, da kann man sich sehr, sehr lang und sehr viel spielen für Content Security Policy, bis man da die richtige für die eigene Webseite zusammengebaut hat. Ihr müsst halt wissen, wo kommen eure Inhalte genau her.
Die allereinfachste und billigste Variante, die ihr einsetzen könnt, wäre einfach das Upgrade Insecure Requests. Nach dem Motto, ich schränke es jetzt noch nicht ein, aber ich sag mal, ich weiß, bei mir kommt alles über HTTPS. Und wenn ich noch irgendwo im WordPress einen alten Link habe mit einem HTTP absolut eingebundenen Bild, dann kann der Browser, ein moderner Browser, das von selber auf HTTPS upgraden. Dann kann man schon mal da einfach einsteigen. HSTS haben wir schon gehabt. HSTS overruled, glaube ich, nicht, wenn du absolut einträgst. Richtig, aber er macht den Request trotzdem noch einmal, glaube ich. Müsste mal ausprobieren, aber... Stimmt, ja. Ich glaube, das ist... Na, vielleicht, du kannst ja Content Security Policy auch ohne HSTS einsetzen. Dann ergibt das Sinn. Weil dann würdest du nicht zwingend das machen und dann kann der Browser trotzdem upgraden. HSTS greift halt auch bei fremden Links. In dem Fall, die Content Security Policy greift nur da. Und da kann man dann genau definieren für Skripte, für Bilder, für CSS, für Frames und für diverse andere Objects, von wo die kommen dürfen und wie die behandelt werden sollen. Ist ein bisschen komplexer, muss man sich damit beschäftigen. HSTS haben wir jetzt schon zur Genüge breitgetreten, das ist relativ einfach. Ich habe jetzt in dem Beispiel kein Preload drinnen. Es gibt von Google so eine Seite, da könnt ihr euch mit eurer Domain eintragen lassen. Dann wird eine statische Liste in den Browser hineinkompiliert, wo der Browser dann, auch wenn ihr HTTP von Hand hinschreibt, sagt, nö, und ein HTTPS draus macht. Und solche Seiten könnt ihr dann da nicht mehr mit HTTP aufrufen. Es geht nicht. Da gibt's auch kein Durchklicken mehr. Ja, das ist unsicher, ich weiß es. Und ja, ich will das ganz auf jeden Fall. Da gibt's keinen Button mehr, der sagt, ich will das. Ihr dürft das nicht mehr wollen. Bei HSTS musst du nichts aus dem Zertifikat generieren und für HPKP, das Public Key Pinning, hat der Hanno ein praktisches Skript geschrieben, das du mit deinen Zertifikaten bewerfen kannst, was dir dann genau diese Pin-Hashes auswirft, ist auf GitHub. Und auf der Webseite vom Hanno kann ich noch einen Link zur Verfügung stellen oder du wendest dich an den Hanno hinter dir. Nachmittag. Also im RFC von HPKP selbst. Mikro. Test. Also im RFC von HPKP ist auch eine Command-Line zum Generieren von den Pins. Ja, also kann man alles von Hand machen. Es gibt inzwischen, wie gesagt, auch praktische Tools, die das bequem machen. Genau, HPKP, auch so ein bisschen eine Bauchweh-Sache, da muss man sich mit dem Key-Management gut auseinandersetzen. Wie man das macht, sonst kann man sich da auch wunderschön ins Knie schießen damit. Wenn ihr diese ganzen Header-Sachen auf der Command-Line testen wollt und nicht über eine Webseite gehen wollt, weil ich möchte halt den Komfort und die Wohligkeit meines Terminals nicht verlassen. Curl-i funktioniert ganz wunderbar. Ihr könnt dort mit -4 und -6 auch angeben, ob ihr Legacy-IP oder IP verwenden wollt. Die Security-Headers-Webseite unterstützt zwar beides, aber ihr könnt euch nicht aussuchen, was ihr machen wollt. Das heißt, wenn ihr Inkonsistenzen habt, seht ihr sie dort nicht. Der Curl-Output schaut dann grob so aus. Da kommen einfach nur die Header-Retour und sonst gar nichts. Mit WGET geht das Ganze auch. Ist ein bisschen mehr zu tippen und der Output ist ein bisschen mehr convoluted. Probiert es einfach aus. Steht dasselbe wie auf der Webseite auch drinnen, nur halt eben ja im Terminal ganz bequem. Zertifikate, auch da kann man viel testen. Wir haben ja immer so diese Verkettung vom Root-Zertifikat, das in eurem Browser oder eurem Betriebssystem installiert ist. Dann das Intermediate-Zertifikat und das Leaf-Zertifikat, das signiert wird. Da gibt es bei SSL-Shopper, Random-Firma, die haben ein praktisches Tool online, tippe ich die Domain ein und die zeigen mir ganz schön meine Zertifikatskette an und wenn sie da irgendwelche Probleme finden und so weiter, kann man sich das auch anschauen. Sagt der SSL Labs auch, ja. Wenn du nur diese Info brauchst, geht es viel schneller halt, weil der SSL Labs-Test kann schon mal Minuten dauern auch. Hast du den Speedy noch immer drinnen gelassen?
Ja, Speedy ist zwar deprecated und zum Glück durch HTTP 2 abgelöst worden inzwischen, aber manche setzen es halt noch ein, weil sie, keine Ahnung, unter Red Hat oder so arbeiten. Das hat das dann in 2 Jahren, glaube ich. Ja, du brauchst nicht schauen. Debian old, old stable. Aber stable ist es. Stable. Also es ist super stabil. Da gibt es den Speedy Checker, speedycheck.org, da kann man sich dann anschauen, ob die Webseite Speedy unterstützt. Wenn die schimpft, nein, Speedy nicht. Inzwischen sind sie draufgekommen, es ist schon gut, wenn es dann stattdessen HTTP 2 ist und das Nachfolgeprotokoll ist. Bei den Browsern schaut es so aus, momentan unterstützen sie noch alle beides. Allerdings Speedy wird abgelöst und fliegt raus in den nächsten Versionen. Von 8ACK gibt es auch noch einen Test, der ähnliche Sachen wie der SSL-Labs-Test liefert, allerdings der unterstützt auch Custom-Ports. SSL-Labs geht immer nur auf 443. Das ist ein bisschen unpraktisch, wenn man sich einen CalDAV-Server auf 8443 betreibt, dann muss man sich irgendwie mit dem Port-Forwarding helfen, dass man den SSL-Labs-Test dort reinkriegt. Damit kann ich das auch machen. Hightech Bridge hat auch noch einen, der ist speziell dann praktisch, wenn man im Großkundenumfeld tätig ist. Oder wenn man einen Shop hat mit elektronischer Zahlung. Ja, zum Beispiel. Die können nämlich die PCI DSS Compliance auswerfen, also Payment Card Industry Compliance, wenn ihr irgendwie Backend für Kreditkartenzahlungen oder sowas betreibt. Ansonsten steht das Gleiche drinnen im Wesentlichen wie im SSL Labs Test, aber dort wird die Compliance explizit ausgewiesen. Clients, irgendwer will sie ja hinverbinden zu dem Webserver. Wäre dann manchmal auch interessant, so, wieso geht das nicht? Vielleicht kann es der Browser nicht. Also nachschauen, was der Browser kann, auch nicht uninteressant. SSL Labs hat dafür auch etwas. Schaut überraschenderweise. Ja, ja. Schaut genauso aus. Einfach mit dem Browser drauf surfen und man kriegt die lange Liste. Und nicht mit einem alten Android drauf browsen, das ist eher traurig dann. Ja, da wird dann auch vieles rot. Aber da steht dann zum Beispiel auch, unterstützt H2, unterstützt Speedy 3.1 und so weiter. Unterstützt und elliptische Kurven und welche. Elliptische Kurven und welche, genau. Gruselig, der RC4-Test kümmert sich ausschließlich darum, ob dein Client jetzt RC4 ja, kann also, oder nicht. Aber von der Optik her ungefähr so alt wie RC4, ne? Ja, hat so diesen Netscape 3.1-Stil. Also ist funktionell. Der einzige, der da momentan noch durchfliegt, ist Safari von Apple. Oder generell alles, was von Apple mit HTTPS zu tun hat. Soll angeblich demnächst in einem der nächsten Security-Updates dann endlich abgedreht werden. Die Uni Hannover hat auch noch so ein nettes Tool. Da kann man auch einfach hinsurfen, zeigen dann auch wieder Unterstützung von diversen Dingen an, die euer Browser kann. Und wenn ihr mal in den intern eures Browsers rumkonfigurieren wollt, solange bis ihr dann eine bestimmte Website einfach nicht mehr ansurfen könnt, um alle Fehlermeldungen von Firefox mal gesehen zu haben, in About Config, müsst ihr zuerst anklicken, so, ja, ich werde mich eh benehmen. Und dann habt ihr Spaß am Gerät. Bei Chrome gibt es das Gleiche, unter Net Internals könnt ihr unglaublich viel zerkonfigurieren. Und was machst du mit deinem Safari-Browser? Nicht verwenden, weil der spielt nicht mit. Gibt es nichts zum Einstellen. Also, Apple weiß, was gut ist. In 2 Jahren dann. So, Webserver-Konfigurationen. Das ist das angenehme, weil kurze Kapitel. Genau. Weil wenn ihr wisst, was kaputt ist, dann müsst ihr eigentlich nur noch wissen, wie ihr es fixt. Und das geht dann meistens recht schnell. Es ist wirklich oft recht überschaubar von der Komplexität. Falls es jemand noch nicht kennen sollte, die URL dafür ist bettacrypto.org. Ja, shameless self-plug. Full Disclosure, ich bin einer der Mitautoren, andere Mitautoren sitzen auch im Raum oder die maßgeblich mitgewirkt haben. Das Ganze ist an sich ein knapp 100-seitiger PDF-Guide für die Systemadministration, also konkret die Leute, die da in der Config rumackern müssen und sowieso keine Zeit haben, sich wirklich eingehend damit beschäftigen zu können, weil das Ding muss schließlich laufen. Außerdem möchte Management irgendwie diese neue Flash-Applikation deployed haben. Und außerdem ist auch keine Zeit, sich um jetzt, was ist jetzt genau der Stand mit diesen ganzen kryptografischen Dingen und wer erklärt mir das ganz schnell? Und die haben sich da wirklich zusammengesetzt, haben das Ganze durchgetestet, publiziert und im Prinzip für alle gängigen Webserver
Und mittlerweile sogar mehr als Webserver, ne? Genau, also Mail und so ist auch schon dabei. Die Zielgruppe war ganz konkret Systemadministration, die Leute, die es umsetzen müssen, denen möglichst schnell getestete Settings, die funktionieren, in die Hand drücken zu können. Enthält alle möglichen Webserver, Mailserver, Jabber, alles mögliche. Datenbankserver. Das Ganze ist free, open source, libre, gratis und vom ersten Commit in einem Git-Repo nachvollziehbar, wer was da hineingeschrieben hat. Gibt auch eine Mailingliste, steht alles auf der Webseite. Schaut euch das einfach mal an. Wir freuen uns auch über Pull-Requests. Das Beste, das Näheste an Copy und Paste, was man finden kann. Ja, also bei PDFs immer aufpassen, da kommen gelegentlich mal ein paar Returns hinein, wenn man Produkte eines Herstellers mit einem großen roten A verwendet. Gut. Übliche Webserver. Übliche Webserver. Üblichster Webserver. Ja, immer noch üblichster Webserver. Du stehst drauf. Nein, ich werde dafür bezahlt, damit zu arbeiten. Das ist ein Unterschied. Immer noch der beliebteste Webserver Apache, aktuell ist glaube ich 2.4.18, ne, so in der Größenordnung, hat wahrscheinlich jeder schon in der Hand gehabt, Konfiguration mittlerweile ja schon eher ein wenig archaisch, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist es okay, wenn man jetzt frisch dazukommt, möchte man vielleicht mittlerweile was anderes verwenden, was etwas angenehmer zu konfigurieren geht. Nachdem wir jetzt beim Thema TLS sind, braucht man natürlich die entsprechenden, also für das, was der Pepp jetzt gerade alles erzählt hat, zwei Module. Das Modul Mod SSL, ja, das kann auch TLS, obwohl es nicht im Namen steht. Und das Modul Mod Header, damit wir dann eben die ganzen Header setzen können, die der Pepp jetzt da gerade ausführlichst vorgestellt hat. Wer noch HTTP 2 haben möchte, braucht noch ein zusätzliches Modul, das Mod H2. Damit kann der Apache dann auch HTTP 2. Wer noch Speedy verwenden möchte oder muss aus irgendwelchen obskuren Gründen, gäbe es auch noch ein entsprechendes Speedy-Modul, aber würde ich eigentlich auf einer neuen Maschine. Also ist offiziell zugunsten von H2 deprecated. Wie schaut jetzt so eine Webserver-Konfiguration aus? Ich muss ihm immer mal prinzipiell beibringen, dass er auf dem Port 443 hören soll. Surprise. Und was habe ich da noch draufstehen? Ja, das ist im Prinzip. Und dass wir named Virtual Host verwenden wollen. Das heißt, dass dieses SNI-Zeug, dass wir auf einer IP-Adresse mehrere Hostnamen verwenden können. Mit SSL oder TLS. Entschuldigung. TLS. Ja. Das wäre dann so ein Eintrag für den Virtual Host. Das heißt, das wäre einer meiner, drehe ich mich ein bisschen, das ist mir zu klein. Das Relevante hier ist einmal zunächst einmal der Servername. Das heißt, ich sage immer mal, unter diesem Namen bist du erreichbar. Damit funktioniert diese ganze Namens-IP-Adressen-Zuordnungsgeschichte und ich kriege den Request in den Webserver hinein. Ich drehe SSL auf. Ich sage ihm, wo meine Zertifikate liegen, wo die ganzen Intermediate-Zertifikate liegen, wo das Leaf-Zertifikat liegt. Und unten, der Text da unten ist genau das, was man sich ganz wunderbar aus dem bettercrypto.org Guide rauskopieren kann. Das ist so die gute Konfiguration, was Ciphers und Protokolle betrifft. Also das gilt momentan noch. Wir arbeiten an einer abgedateten Version von der Cipher Suite. Die ist jetzt 3 Jahre alt und hält aber immer noch gut. Also da sind wir sehr glücklich darüber, aber es ist Zeit, in die Zukunft vorzubauen und da wird es demnächst ein Update kriegen. Das heißt, wenn ihr euch damit beschäftigt und den Setup secure halten wollt, schaut da auch immer wieder mal drüber. Was halt, wo man das Alter vom Apache erkennt, ist halt, dass ich SSL V2 und V3 explizit abdrehen muss. Das ist jedes Mal so. Genau. Aber das Praktische ist, beim Apache kann ich sagen, dreh mal alle Protokolle auf und dann drehe ich SSL V2 und V3 ab und wenn irgendwann ein magischer Systemadministrator oder eine Administratorin hergeht und sagt, hey, ich update jetzt OpenSSL auf Magic und jetzt kann es TLS 1.3, wird es automatisch aufgedreht. Yay. Das ist doch auch schon mal was. Gut. Das Setting so ist das Minimum, um die TLS-Config ordentlich zu machen. Das ist nicht copy-pastebar und läuft so. Ja. Also ihr müsst schon den Rest vom Server auch noch konfigurieren. Wir konzentrieren uns da auf die TLS-Settings. Gut, dann haben wir eben noch die Cipher-Order, dass der Server die Cipher-Order, die ich ihm abgebe, honorieren soll. Compression drehen wir ab, die SSL-Compression drehen wir ab, weil nicht gut. Ja. Haben wir auch schon gelernt. Und für den Diffie-Hellman kann ich dann auch noch ein bisschen Config angeben, damit wir da vernünftige Einstellungen haben, beziehungsweise wenn ich was Neueres habe als 2.4.7, das heißt halbwegs aktuelle Distri, sollte schon klappen. Debian Old Stable muss man noch ein bisschen Hand anlegen. Jo,
das wäre eigentlich so im Prinzip mehr oder weniger die SSL, die TLS-Config. TLS-Config, genau. Ich habe sie noch mit SSL gelernt, das tut mir leid. Ja, du bist alt. Die TLS-Config für die Header. Für die Header gibt es auch was. Wenn ihr noch bei Apache 2.2 seid, 2.2.30 kann auch schon automatisch die vier Helmin-Parameter generieren dafür. Macht das recht vernünftig für den Fall, dass ihr DHE-Suiten verwendet. Und das TLS SSL-Compression-Setting gibt es ab 2.4.3 erst. Darunter habt ihr leider Pech gehabt. Ja. Empfehlt ihr die Diffie-Hellman-Parameter beim System? Empfehlt ihr die Diffie-Hellman-Parameter beim Systemstart zum Beispiel neu zu generieren oder in regelmäßigen Abständen neu zu generieren? Also regelmäßigen Abstand neu generieren ist wahrscheinlich nicht wirklich notwendig. Wenn du 4096-Bit-DH-Parameter generierst, das dauert schon mal eine Zeit lang. Würde ich jetzt nicht allzu oft machen, ist wahrscheinlich auch nicht notwendig. Der Witz ist, verwende nicht die default in allen Apaches der Welt mitgeliefert werden. Da gab es die... Ach, jetzt habe ich den... Hanno, hilf mir. Logjam, danke. die Logjam-Attacke, wo du mit den bekannten Diffie-Hellman-Parametern einen Teil der Attacke quasi als Pre-Computation schon vorausrechnen kannst. Und wenn du... Das wird dir aber auch zum Beispiel beim SSL-Labs-Test bei der Diffie-Hellman-Parameter-Reuse explizit ausgewiesen, ob du die Standardparameter verwendest oder eigene angegeben hast. Ja. Header. Das Modul dafür haben wir schon eingebunden. Genau. Das heißt, ich muss ihn dann in mein Config-File eigentlich nur noch hineinschreiben, dass er mir die Header auch zum Client hinausschicken muss. Genau. Das ist im Prinzip jetzt genau das, was du vorhin schon mal... Genau, die Header haben wir vorher schon erklärt, was die tun. Da ist jetzt noch die Apache-Syntax, wie ich es reinschreibe, mit Header always set. In dem Fall möchte ich sie wirklich immer gesetzt haben, diese Header, und nicht nur gelegentlich. Der Rest ist das Gleiche, was schon bei der Erklärung drinnen stand. Dasselbe gilt natürlich auch für die Security-Header, die wir auch schon durchgekaut haben. Genau. Jetzt sind wir eigentlich schon im Wiederholungsbereich. Richtig, ja. Also das kennt ihr ja jetzt alle schon und so könnt ihr es dann auch noch eintragen. Was wir natürlich unbedingt haben wollen. Ah, die Umleitung von HTTP auf HTTPS. Entschuldigung. Wir das machen Upgrade, ein Upgrade. Das natürlich, Upgrade ja. Von HTTP auf HTTPS. Natürlich, ein Upgrade ist immer besser. Genau. Dafür brauchen wir noch ein zusätzliches Modul. Am einfachsten geht es mit Modelias. Man kann es auch mit Mod Redirect machen. Modelias ist gut, funktioniert, tut, macht. Zack. Tut's, ist eine bequem, Zeile, danke, wieder schauen und alles ist erledigt. Genau. Was man dann vielleicht noch machen möchte, wenn man schon in der Config herumfuhrwerkt. Genau. Wir haben es am Anfang gesehen, der recht gesprächige Apache, der gemeint hat, PHP 5.5.9 und was da noch nicht alles drauf war. Muss ja nicht sein. Mhm. Genau, das heißt, wir können ihm über die Server-Tokens-Direktive auch noch beibringen, dass er sich nur noch als Apache melden soll. Was euch nicht vor PHP schützt, das heißt, bei PHP müsst ihr in die PHP-INI gehen und ihm das entsprechend abdrehen, wobei eigentlich PHP auf dem Server. Will man eigentlich auch nicht. Für Webmail braucht man es halt leider oft. Genau. Aber für den Fall, dass euer Webserver dann noch sagt, X powered by PHP und dann steht 5.4 irgendwas dabei, da gibt es nicht mal mehr Security-Updates. Also vielleicht doch mal wieder upgraden. Ja. Also so für die älteren Semester war das quasi die Apache-Config. Genau. Wenn man einen schnellen Webserver haben will, nimmt man Nginx. Der kann alles, was man braucht. Empfehlenswert hier wirklich die Nginx 1.9 Mainline-Distro zu verwenden. Die Stable kann man auch machen, aber die 1.9er ist absolut stable, um sie zu verwenden. Bei Nginx sind solche Sachen Compile-Time-Options. Ich brauche das SSL-Modul natürlich mit reinkompiliert, sonst gibt es da nichts mit TLS. Das heißt auch historisch bedingt hier SSL und auf die ganz neuen Loadable Modules zur Runtime von Nginx. Da gehe ich jetzt noch nicht drauf ein. Das ist noch ganz frisch. Und wenn ich HTTP 2 haben möchte, dann gibt es auch ein HTTP V2-Modul. Ganz toll. Beim Nginx schaut die Config dann für diese ganzen Sachen ähnlich aus. Im Server-Kontext gebe ich an, eben ein Listen, habe dort meine IP-Nummer, sage SSL, was bedeutet SSL und TLS natürlich wieder, und HTTP2, ich habe den Servernamen, die URL, auf die das Ding hört, habe wieder ein Zertifikat, beim Nginx habe ich nicht zwei Angaben fürs Zertifikat, sondern nur eine Zeile, wo ich das Chain-Zertifikat, also Leaf und Intermediate in einem File habe. Und bei den SSL-Protokollen ist es beim Nginx so, dort muss ich die ich unterstützen möchte, explizit angeben. Also da muss ich hinschreiben, TLS 1.0, 1.1, 1.2.
Dafür ist per Default kein altes, kaputtes SSL mehr aufgedreht. Aber wenn TLS 1.3 dann spruchreif wird, muss ich es halt von Hand auch hinschreiben. Die Cypher Suite ist wieder die Beta Crypto Suite, die haben wir einfach da übernommen. Und die zusätzlichen Sachen, eben die Prefer Server Ciphers, keine Sofa-Surfers, die eben, wo der Server die Reihenfolge vorgibt, das drehen wir auf. Für den Fall, dass ihr eben wieder DHE-Suiten einsetzen wollt, könnt ihr hier mit SSL-DH-Param ein eigenes File angeben, wo ihr eure selbstgenerierten Diffie-Hellman-Parameter drinnen habt. TLS-Compression, wenn ihr euren Nginx aktuell gehalten habt, habt ihr damit kein Problem. Ihr könnt es gar nicht mehr aufdrehen. Das Schöne ist, ihr müsst es damit auch nicht abdrehen. Und da habe ich noch keine Alternative gefunden im Apache. Ist nämlich, wenn ich Elliptic Curves verwende, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte eine ganz bestimmte Kurve verwenden. Falls jemand weiß, wie man das im Apache macht, bitte kommt nachher zu mir, würde mich interessieren. Und Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Also du stellst es ja hier auf die nur 384-Kurve. Genau. Und nur die 256-Kurve ist mandatory to implement. Das heißt, das du könntest auf Clients stoßen, die nur die 256 sprechen und dann... Im Prinzip, das wäre eine Möglichkeit, ja. Ich habe es jetzt hier als Beispiel verwendet mit, du kannst das prinzipiell einstellen. Ich habe noch keinen Client gefunden, der wirklich nur die SegP256 implementiert. Vielleicht, wenn dann irgendwann irgendwelche Internet of Things Embedded Devices kommen, die mal TLS 1.2 sprechen und HTTP2, dann bin ich aber wirklich... 2020. Ja, oder so. Dann stelle ich das gerne auf die Mandatory-Kurve zurück. Alle mir bekannten Clients unterstützen angeben, sowohl die 256er als auch die 384er. Also. Du kannst da aber mehrere angeben und dann handelt er die höchste aus. Das habe ich noch nicht wirklich probiert, aber lass uns nachher da quatschen, das interessiert mich. Und für die, wenn ihr sehr, sehr viele kleine Dateien habt am Server, dann empfiehlt es sich, die SSL-Buffer-Size ein bisschen runterzudrehen. Default sind 16K, kann man runterdrehen auf 4K, dann ist es so für HTTP-Streaming-Server oder so, die ganz, ganz kleine Files haben, geht das ein bisschen schneller. Also Achtung, Marketingbegriff, Time to First Byte wird damit ein bisschen weniger. Security-Header, ihr kennt sie ja schon alle, ist prüfungsrelevant, wird dann abgeprüft nachher beim Bier. Da heißt es halt jetzt nicht Header Add, sondern Add Header, wie kreativ. Und bei Nginx bitte nicht vergessen, am Ende der Zeile Strichpunkte machen. Kann man leicht mal übersehen. Hipster-Zeug. Genau. Die Options haben wir auch schon gesehen, funktioniert da ganz genauso wie vorher. Kann ich auch wieder hier bei Nginx im Server-Kontext angeben. HTTP auf HTTPS Upgrade. Jawohl. Funktioniert. Ganz toll. Das kann ich bei Nginx sogar im HTTP-Kontext, also übergeordnet für alle Server, angeben. Und wenn ich einen ganz faulen haben will, der so ein Server, der alles, was per HTTP daherkommt, auf jeden Fall mit einem Redirect auf meine richtige HTTPS-Seite umleitet, könnte zum Beispiel so schauen. Also selbst wenn jemand kommt, HTTP-eckige Klammer und literal IPv6-IP eingibt, also kommen wir nicht aus, bei mir gibt es nur TLS. Genau. Server-Tokens kann ich am Nginx abdrehen und dann meldet der sich auch nur als Nginx. Genau. So, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ja, ich hab jetzt erst mitbekommen, dass du mir die Zeit da falsch hingegeben hast. Deswegen war ich jetzt vorhin so schnell durch. Das heißt, ihr habt Zeit, Fragen zu stellen. Fragen. Wer ist schon fertig mit dem Implementieren? Mikrofonengel. Währenddessen vom Handy gemacht. gibt schon Pläne, wenn das im bettercrypto.org abgedatet wird? Weil ich glaube, zu Nginx sind die Header-Einstellungen noch nicht drin, oder? Genau, die ganzen Header-Einstellungen haben wir bis auf HSTS noch gar nicht im Bettercrypto drinnen. Da arbeiten wir daran, dass wir das dort hineinbekommen auch. Und im Zuge dessen hoffen wir, dass wir auch neue Cypher-Suiten, die auch noch etwas besser auf HTTP2 zum Beispiel reagieren, und mit hineinbekommen. Wer mitmachen möchte, das Beta-Krypto-Projekt ist natürlich offen für Pull-Requests, gibt es sowohl auf der eigenen Webseite als auch an GitHub Mirror, falls ihr dort ganz faul Pull-Requests machen wollt. Wir freuen uns. Dann hätte ich nur eine ganz billige, praktische Frage. Wenn ich auf openstreetmap.org gehe und dann auf Share gehe, dann bekomme ich so ein iframe
Code-Schnipsel, damit die kleine Map wo einbinden kann. Ja. Wenn ich aber jetzt diese Frame-Doppelpunkt-Deny einstelle, dann geht das nicht mehr, oder? Hoffentlich nicht, ja. Okay, und die Lösung ist, das man macht Sinn und Zweck. Mit, oder? Du kannst bei den Frame-Options, kannst du Sourcen angeben, die sagen, von diesen Domains ist die Einbindung zulässig, ja. Okay, dann habe ich quasi nur mehr ein Skalierungsproblem, aber das wäre ein erster Fix. Danke. Skalierungsprobleme sind der erste Beweis für Erfolg. Sollte ich den Header mit den Hashes der Zertifikate nicht irgendwie in einer externen Konfigurationsdatei einbinden, weil ich das Zertifikat wird ja automatisch erneuert bei Let's Encrypt und so weiter, da muss dieser Hash natürlich auch sofort erneuert werden. Und der darf mir nicht in meiner Server-Config beliebig rumschmieren. Genau. Wenn du HPKP einsetzen möchtest, ist an sich nicht unbedingt optimal, wenn du Leaf-Zertifikate pinnst. Etwas komfortabler und etwas weniger stressvoll wird es dann, wenn du beginnst, Intermediate-Zertifikate zu pinnen und sagst, ich habe immer ein Intermediate von Let's Encrypt zum Beispiel. Ich würde mir immer noch 2-3 Leaf-Zertifikate für Keys, die ich als Reserve auf der Seite habe, mit hineinschreiben, weil wenn, so wie letztens geschehen, die CA das Intermediate austauscht, hast du auch damit ein Problem. Vielleicht auch noch eine zweite CA als Reserve. Da gibt es auch andere Leute im Raum, die der Meinung sind, das ist nicht ganz trivial, um nicht sich zweimal ins Knie zu schießen. Wolltest du gar nichts sagen? Okay. Nicht diskutieren, Fragen. Ja, also bei HPKP wird der Key gepinnt, das ist insofern gar kein Problem mit dem Zertifikat eigentlich. Also auch mit Let's Encrypt, der Key bleibt ja eigentlich der gleiche. Also das ist eigentlich kein Problem in Let's Encrypt. Wenn der Key der gleiche bleibt. Ja, genau. Das aber in der Regel bleibt, ja, man wirft den ja nicht immer weg. Das ist eine Hoffnung, die wir haben, ja. Genau. Und dann habe ich eine Frage, und zwar zu den SSL-Cipher-Check. Und zwar, wenn man jetzt was ganz anderes als Webserver, OpenVPN oder sowas hat, auf UDP, da habe ich noch kein SSL-Cipher-Check-Tool für gefunden. Wenn jemand eines weiß, bitte bewerft uns damit, wir freuen uns sehr darüber. Oder baut eines. Ihr habt ganz am Anfang gesagt, dass HTTPS schneller sein kann als HTTP 2, glaube ich sogar. HTTPS mit HTTP 2 ist schneller als HTTP. Okay. Ich glaube, da musst du schon sehr viel zerkonfigurieren, dass du das wieder langsamer kriegst. Klingt paradox, das initiale Handshake sind natürlich aufgrund des notwendigen TLS-Handshakes ein paar Millisekunden mehr. Aber danach gewinnst du so viel. Genau. Durch das Pipelining im HTTP 2 gewinnst du so dermaßen viel an Geschwindigkeit, weil HTTP 1 oder 1.1 sind so bis 8 bis 10 Megabit, merkst du noch Unterschiede und danach kannst du mit beliebig viel Bandbreite kommen, das wird nicht schneller, weil du hauptsächlich mit Warten beschäftigt bist bei dem Protokoll. Und durch das Wegfallen dieser Wartezeiten wird halt HTTP 2 oder auch schon eben Speedy vorher massiv schneller. Brauchst du also deinen alten Raspberry Pi noch nicht upgraden? Genau, hat beim Parlament auch gereicht. Davon? Da war noch? Andi? Nein, nicht. Sonst noch Fragen? Möchte jemand von euch Webserver testen, die nicht public erreichbar sind? Weil diese ganzen Tools gehen halt nur, wenn eure Website auch im Internet hängt. War das ein Ja, ich möchte interne Webserver testen oder ich habe noch eine Frage? Nein. Genau. Okay, wir haben noch eine Minute. Testen geht auch auf der Command-Line. OpenSSL. Kann man nehmen. Ist gar nicht so zuwider. Ich gehe da ganz schnell drüber. Ihr könnt euch anschauen, was denn aus eurem Cipher-String wirklich gemacht wird, in Abhängigkeit eurer Version von OpenSSL. Lo and behold, Parser-Bugs in 098. Falls das noch jemand einsetzt, so Macs zum Beispiel, die haben 098 noch drauf. Nein, für die Tests will man sich das OpenSSL sowieso genau. Wahrscheinlich händisch also so kompilieren, dass man die aktuellste Version mit allen Ciphers hat. Wenn man den Cipher-String von Betacrypto nimmt und in OpenSSL 098 wirft, bleibt das übrig. Und das ist nicht einmal das, was übrig bleiben sollte. Wenn ihr aktuelles 1.0.2 verwendet, geht da mehr. Das Problem ist, die beiden, die bei 098 übrig bleiben, das sind ja ganz am Ende. So, das ist das Letzte, was wir so noch als Reserve-Fallback verwenden wollen. Es gibt vom Julien Vinhant, oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht, ein cooles Tool, das heißt CypherScan. Das ist ein Wrapper um OpenSSL herum, der macht dieses ganze Ding benutzbar. Recht komplex aufzurufen. CypherScan, Hostname.
liefert euch dann ganz genau die Details, so wie ihr es auch beim SSL Labs Test habt, für die Cypher-Suiten, die angeboten werden. Nmap. Nmap ist super. Ich mag Nmap. Ist ganz super, wenn ihr 6.4 oder was höher, 7 irgendwas ist. Auch da wieder aktuelle Version, weil ihr spielt im Prinzip Browser damit. Das heißt, ihr wollt in dem Tool die aktuellen Cyphers und alles drinnen haben. Genau. Da gibt es eben das SSL-Zert und das Inam-Cypher-Skript drinnen. Das liefert dann auch ganz viel Output und so weiter. nein, Entschuldigung. Ja, vielleicht ist jemand gut im RSA-Rechnen von Hand. S-Client, auch damit kann man immer noch einige Sachen testen. Zum Beispiel, ob SNI funktioniert in dem Fall oder ob das OCSP-Stapling, da haben wir gar nicht viel drüber geredet, funktioniert. Und dann kann man sich auch anschauen, ob das geht. Und auch sehr, sehr gut wirklich, das ist fast der komplette SSL-Labs-Test, ist testssl.sh. Ist wirklich ein Shell-Skript, hat keine wirklich relevanten Dependencies außer OpenSSL. Das testet euch sehr, sehr, sehr viel. Und wenn ihr mutig seid, euch ein SSL-Lice zu bauen, das ist das volle Programm. Mit dem könnt ihr wirklich alles für intern machen. Als Conclusio bleibt uns ein schlechter Wortwitz. Wenn bei euch bei so einem Test etwas mit F rauskommt, habt ihr Handlungsbedarf? Ja. Ja, genauso weh tut das dem Browser auch, wenn er das sehen muss. Ja? Sie haben ja gesagt, wir sollen Witze machen vorher. Also genau, genau. Deswegen, nachdem wir aus Österreich sind, bekennen wir uns und sagen, ja, sag ja zu A. Schaut, dass ihr A's bekommt bei den Tests und fixt eure Server. Dankeschön. Das ist die Minute, die man gestern nicht ja. Dann räumen wir die Bühne.